Im Fall eines Kernkraftwerksunfalls werden Spaltprodukte freigesetzt, die ja in einem Kernkraftwerk entstehen bei der Kernspaltung. Die radioaktiven Stoffe gehen in die Luft und werden dort eben mit dem Wind transportiert. Auf dem Weg breiten sie sich aus, verdünnen sich. Und je nachdem, wo man relativ in der Entfernung zu dem Kernkraftwerk ist, wird man eben mehr oder weniger davon messen können. Es gibt verschiedene Verfahren, wie man radioaktive Stoffe in der Luft messen kann. Die einen sind etwas unempfindlicher, die anderen sind empfindlicher. Man könnte schauen, wie hoch ist einfach die Dosisleistung. Da könnte man zum Beispiel ein Ortsdosisleistungsmessgerät verwenden. Man kann aber natürlich auch schauen, was genau ist denn da transportiert worden, was ist freigesetzt worden. Und dazu muss man andere Verfahren verwenden. Man sammelt den Luftstaub, an den die radioaktiven Teilchen dranhängen, auf einem Filter und kann das Ganze dann entsprechend messen und so feststellen, was sind für radioaktive Stoffe überhaupt freigesetzt worden und wie viel. Die Sammlung der radioaktiven Stoffe auf den Filtern funktioniert im Prinzip wie so ein Staubsauger. Man hat eine große Pumpe, vor dieser Pumpe sitzt ein Filter und durch dieses Filter wird die Luft durchgesaugt und der Staub mit den radioaktiven Teilchen, die da dranhängen, bleibt einfach auf dem Filter sitzen. Das Filter wird dann nach einer bestimmten Zeit von dieser Pumpe weggenommen, entsprechend aufbereitet im Labor und dann gemessen. Die Filter werden zu Tabletten gepresst, damit sie eine sehr gute Messgeometrie haben, dass wir sehr empfindliche Messungen durchführen können. Und diese Tabletten passen direkt auf das Messgerät obendrauf. Und die Messgeräte sind abgeschirmt mit einer Bleiabschirmung. Das dient dazu, dass wir nur das messen, was in unserer Probe, also was in dem Filter drin ist, und nicht das, was in der Umgebung noch zusätzlich da ist. Das heißt also, wir tun das in diese Messkammer, schließen die Bleiabschirmung und dann beginnt die Messung. In der Routine beträgt die Sammelzeit eine Woche und die Messzeit dann letztendlich 3 Tage, weil wir sehr empfindlich messen wollen, weil in der Regel nur Spuren nachzuweisen sind. Wenn ein Ereignisfall ist, wenn ich also eine Freisetzung habe und ich muss damit rechnen, dass hier bei uns radioaktive Stoffe in der Luft sind, dann gehen wir auf einen Tagesrhythmus. Das heißt also, das Filter wird jeden Tag gewechselt, direkt zu einer Tablette gepresst und dann auch im Laufe des Folgetages gemessen. Und ich habe das Ergebnis eben am Ende des Folgetages. Und messen tue ich da in der Regel dann Cäsium 137, Cäsium 134. Und im Beispiel von Fukushima natürlich auch das Jod 131. Wir gucken eben genauer hin, wenn Ereignisse stattfinden, die weiter entfernt sind. Kernkraftwerksunfälle zum Beispiel. Oder es gibt auch andere Ereignisse, bei denen mit den Methoden der Spurenanalyse ungewöhnliche Aktivitätskonzentrationen in der Luft nachgewiesen werden können. Die sind zwar nicht radiologisch relevant, dienen aber der Spurensuche, ob zum Beispiel irgendwo was freigesetzt worden ist, was nicht freigesetzt werden sollte. Oder es zeigt auch, wenn ein Kernkraftwerksunfall weit entfernt war, wie zum Beispiel Fukushima, dass bei uns zwar was ankommt, aber dass es radiologisch nicht relevant ist und dass keine Maßnahmen für uns hier vor Ort erforderlich sind. Und darum müssen wir so genau hingucken. Und wir wollen auch wissen, wie verhält sich die Radioaktivität in der Umwelt über lange Zeiten. Denn das, was von Tschernobyl freigesetzt wird, misst man nur noch zu ganz geringen Bruchteilen heutzutage.